Ihr seid die Dame des Hauses, ich komme wegen eurer Tochter. So, eigentlich ist es die Tante. Schweigt, ich bin hier, um euch zu retten und ich brauche keinen Widerspruch. Nalia hat mich geschickt. Bitte bleibt ruhig, meine Dame. Es gibt hier welche, die uns schaden wollen. Ihr seid meiner Gnade ausgeliefert. Eine des Zuhauses. Es wird mir ein Vergnügen sein, seine Schätze zu rauben. Seid ihr die Dame des Hauses? Ich fürchte, dass euer Versuch der Beredsamkeit einen einfachen Geist verbirgt. Ihr meint zweifellos Nalia, meine Nichte. Sie könnte eure Gesellschaft suchen, das ist meine ständige Befürchtung. Ich würde es nicht gerne sehen, wenn sie an einer Virusinfektion stirbt, nachdem sie sich mit Bauernpakt wie euch abgegeben hat. Nicht, dass sie auf mich hören würde, wie eure Anwesenheit hier beweist. Ich würde sie am liebsten um die Ecke bringen. Ich mag solche arroganten Adligen nicht. Euer Wer bettelt, darf nicht wählerisch sein. So habe ich diesen Satz zumindest verstanden. Wollen wir uns an das Geschäft der Rettung machen? Ich nehme doch an, dass ihr deswegen hier seid. Bitte beeilt euch damit, denn es kitzelt mich schon in der Nase und ich könnte ein warmes Feuer gebrauchen. Wenn ich mir den Tod hole, dann wird es den Bauern, der für die Heizung verantwortlich ist, den Kopf kosten. Ja, natürlich, meine Lady. Naila erwartet euch draußen, eigentlich steht sie neben uns. Geht einfach den Weg, den ich gekommen bin. Hättet sich euer Diener nicht so bemüht, wäre jetzt bereits tot. In der Tat, diese Taugenichtse sollen ihre Störung wohl kennen. Könnt sie ihnen den Lohn, wenn sie noch leben? Ich habe Bedenken gegen eure Freilassung. Ich finde eure Anstellung widerlich. Nein, nehmen wir das mit dem Diener. Es ist ihr Los zu dienen und es ist mein Los, von ihnen bedient zu werden. Boah. Allen, die nicht zum Schutz dieses Ortes gekämpft haben, wird wegen ihrer Nachlässigkeit der Lohn gekürzt. Seid dankbar, dass ihr solche Wesen nicht beaufsichtigen müsst. Sie sind einfach unmöglich. Was ich damit sagen will, ihr werdet niemals in diese Verlegenheit kommen. Ihr seid einfach nicht vom richtigen Blut. Ich werde hier einfach einen Augenblick in betäubter Stille stehen. Wie ihr meint, my Lady, es steht euch frei zu gehen. Ich sollte für den gemeinen Mann Rache nehmen, ja? Ich denke, es ist Zeit für euch zu sterben. Ich werde in bestäubter Stille stehen. Versucht nicht zu sabbern, wenn euch der Kiefer so herunterhängt. Ist das der Weg nach draußen? Ich werde Nalia finden. Wenigstens hat sie nicht an den unwürdigen Tempfen teilgenommen. Sie steht hier direkt neben uns. Und selbst wenn, Fürst Arnis ist immer noch der Knall der Monster dort ausgeliefert. Er ist Nalias Vater und ich glaube, sie wollen Informationen über einen Goldschatz von ihm. Ich bezweifle, dass er auch nur ein Wort sagen wird. Manchmal ist er so weich wie Naya, aber er sinkt nicht so tief, dass er sich mit Geringeren abgibt. Ihr rettet ihn doch, oder? Ich denke, es ist eure Pflicht. Ja. Eine erstaunliche Selbstbeherrschung, die ihr da an den Tag legt. Ich weiß das zu schätzen. Sie ist eigentlich ganz in Ordnung, aber sehr entschieden in ihren Ansichten und es ist schwer, mit ihr umzugehen. Kommt, wir müssen meinen Vater retten. Ja, ich hätte sie am liebsten umgeboxt, aber... Was soll's? Neuer Tagebucheintrag. Lady Delcia, Nalias Tante, ist gerettet worden. Sie ist aufgebrochen, um die Burg allein auf dem von mir geräumten Weg zu verlassen. Die Tatsache, dass sie gegangen ist, ist nun ja eine gewisse Wohltat. Ja, ist es allerdings. Wenn es das ist, was ihr wollt. So. Geheimraum hier. Geheimraum hier. Hier geht's runter in den Keller. Okay, da ist das der Weg in den Keller. Oh. Ja, die Jungs. Die sind hier oben. Auf die habe ich ganz vergessen. Ja? Gut, erstmal wieder hier drüben rein. Am besten mit Map, dass es schneller geht. Ja, ich hatte die, habe ich noch genau in Erinnerung. Ich dachte allerdings, sie wären im Keller. Die Golem Guard of Doom. Ich frage mich echt, ob wir den Eisengolem schaffen. Habe ich den jemals geschafft? Ja, das ist der ganz große Lilane, der Eisengolem.
Hier geht's jedenfalls in den Keller. Hier ist noch ein Raum und hier ist halt der Raum mit dem Eisengolem und ich weiß nicht mehr richtig, ob da. Der letzte Streitkolbenteil drin liegt. Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Oder aber woanders ist. So, hier ist erstmal nichts mehr gewesen. Also reine Zeitverschwendung. Ich warte. Der Zweihänder kann allerdings mit. Die sind ja doch was ja. wert. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, warum auch immer hier oben hinter dem Gemächern der verrückten Tante so ein Raum ist. Mit Skeletten und Eisengolemwächtern und halt drei Statuen, die was Besonderes tragen. Unsere erste Taktik ist es jetzt erstmal, die Lehm- und Fleischgolems einen nach dem anderen umzuboxen, indem wir sie aggro machen, also angreifen. Na, dann quicksafen. Dann versuchen, das Zeug zu plündern, weil das hier ist ein Eisengolem. Das sind Steingolem, Fleischgolem, Lehmgolem, noch ein Stein und noch ein Fleisch, oder? Ja. Die Golems können wir einem nach dem anderen töten. Irgendwas stimmt hier nicht. Völlig wirkungslos. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Dann aggroen uns die anderen nämlich nicht und wir dürften auch keinen Ruf oder so verlieren, nein. Irgendwas stimmt hier nicht. Meine Waffe hat keine Wirkung. So, nein, nicht gleich noch schon den nächsten anpissen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Für die Weg Gefallenen! Von ganzem die Waffe Herzen ist völlig zu. Wirkungslos. Irgendwas stimmt hier nicht. Fragt nur. Die Tieren der Momo ist bereit. Die Tieren der Dann heilen wir mal Talisa wieder. Herausforderung. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, der Lehmgolem hast Ast drauf. Verflixt. Ich hab das schon erledigt. Uff. Vita. Das Wirte ist heute auf unserer ja, Seite. Ja, aber gerne. Irgendwas stimmt hier nicht. So, und das war der letzte Fleischgolem. Was möchtet ihr? So, wir können jetzt zwei Dinge probieren. Ich warte. Brauche ich den eigentlich? Nehme ich den da lieber. Was kann ich tun? Verschwimmen. Ich bin bereit. Du brauchst eigentlich nichts. Zaubern. Lasst mich bitte helfen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Manus ja. und Hände. Genau. Irgendwas stimmt hier nicht. Gebt mir ein größeres Gebt mir ein größeres Schwert. Ja, größeres Schwert wird da nicht helfen, Minz. Gut. Keine große Herausforderung. Nun gut.
Ihr, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Schwerter statt. Stürzt dich in mein Schwert, böses. So gut, der Eisengolem ist unbesiegbar. Solch einfachen Tod gönnen. Und wird dann irgendwann aggro. So, der Eisengolem hat nur ein Problem, er ist fett. Er kommt nicht durch die Tür. Ein Langbogen. Den will ich identifizieren können. Du gib mal die ganzen Stäbe, Talisa. Also die, die du identifiziert hast. Ein Hammer. Und das ist der letzte Flegelkopf. Ja, wäre sehr schön. Und eine Streitaxt, die wir nicht identifizieren können. Okay. Ja, wenn ihr es. Ja, das heißt wirklich, bevor wir. Runter in den Keller gehen, machen wir jetzt erstmal unseren Flegel fertig. Jetzt, wo wir das dritte Stück haben. Wir haben auch ziemlich viel Geld eingenommen jetzt mittlerweile. Das heißt, wir können, wenn wir wirklich wieder nachher in der Stadt zurück sind, ordentlich shoppen gehen. Weil das hier ist eine der leichtesten Dungeons, nenne ich es jetzt einfach mal, von diesem Spiel. Jetzt mal abgesehen von dem Eisengolem und dem Yuan Ti. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. So. Das ist einer der drei Flegelköpfe, genau. Der Flegel verfügt über zwei Waffenköpfe und verursacht Säure und Kälteschaden. Wenn man den fehlenden Waffenkopf des Flegels des Zeitalters fände, würde er noch mächtiger, ja. Damit haben wir nämlich dann den Flegel soweit fertig gemacht. Ja. Ja, platziert einen Teil des Flegels. Kurze Zeit später wird der Flegel bereit. Flegel der Jahreszeit plus 3. Dieser Flegel hat sich lange Zeit im Besitz des Fürsten der Arnes befunden. Er stellt ein Relikt aus seinen Tagen als junger Abenteurer dar. Der Flegel wurde zerlegt und die einzelnen Teile waren an verschiedenen Orten aufbewahrt. Er wurde nur in äußersten Notfällen zusammengesetzt und verwendet. Fürst Dernes war über die mächtige Waffe besorgt, die diese Magie besorgt, die diese Waffe ausstrahlt, wenn sie vollständig ist. Sei vollständig. Mist, jetzt bin ich zu weit nach unten. Seine Sorge war in keiner Weise unberechtigt. Der Flegel hat sozusagen eine Spur der Zerstörung durch die Geschichte gezogen, seit jenen Tagen, in denen er hergestellt wurde. Der Flegel wurde vor den kriegerischen Rakshasas hergestellt, ja schon wieder die. Das ist eine Rasse mächtiger und rachsüchtiger Geister, die normalerweise auf anderen Ebenen haust und die materielle Ebene heimsucht, um Menschen zu jagen und sie zu verschlingen. Dieser Flegel wurde so geschaffen, dass er an die verschiedensten Kampfsituationen angepasst werden kann. Während einer besonders wilden Jagd verloren die Rakshasas den Flegel, konnten ihn aber dank der mächtigen Aura, von dem er umgeben ist, wieder aufspüren. Sie stellten fest, dass er inzwischen im Besitz eines mächtigen menschlichen Kriegers war. Die Rakshasas eroberten den Flegel in einem titanischen Kampf zurück. Das brachte die Rakshasas auf eine Idee. Seit jenen Tagen haben sie den Flegel schon oft verloren und dann wieder beschafft. Es ist nämlich so, dass mächtige Gegenstände dazu neigen, in die Hände von mächtigen Wesen zu geraten. Wenn man diese dann stellt, kann man mit den ruhmreichsten aller Schlachten rechnen. Besondere Fähigkeit. Bei jedem Treffer besteht eine Chance, dass das Ziel verlangsamt wird. Kein Rettungswurf. ETW 0-3, sehr schön. 1W6 plus 4 Wuchtwaffe, plus 1 durch Säure, plus 1 durch Kälte, plus 1 durch Feuer. Waffenfertigkeit, Flegel, Streitkolben kann einhändig verwendet werden. Ja.
Jetzt haben wir ein ETW von 6 und das Ding macht ordentlich Schaden. 1W6 plus 4. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Gut, dann gehen wir noch zu unserer Gruppe zurück. Dumm die Dumm. Und dann werden wir speichern. Spiel speichern, das ist jetzt LP9. LP009. Und dann sehen wir uns gleich wieder.